Hallo und willkommen zurück zu Atelier Sophie 2. Es stehen Gespräche an, deshalb machen wir Sprache ein bisschen lauter wieder. Und quatschen mal eine Runde. Achso, Moment. Erstmal würde ich das gerne machen hier mit den drei Punkten. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat hier im Nebelgarten. Wo mag das sein? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ach, direkt hier schon, okay. Ja, da habe ich mich genauso gewundert wie Sophie. Kinder, was machen die denn hier? Hey, ihr Bengel, was macht ihr denn an so einem Ort? Wir wurden entdeckt! Ihr wisst doch ganz genau, dass es hier nicht sicher ist. Kommt schon, ich bringe euch direkt wieder in die Stadt. Also passiert das ziemlich oft, dass Kinder auf sich alleine gestellt einfach weglaufen? Ja, und glücklicherweise schon. Allerdings muss ich zugeben, dass ich dafür ein klein wenig Verständnis habe. In der Stadt gibt es nur wenige Orte, wo Kinder richtig spielen können. Und deshalb ist es für die natürlich außerordentlich langweilig. Ja, dann sollen die halt ihren Traum verwirklichen, oder? Ja. Plachter ist da ganz meiner Meinung. Jetzt mal ehrlich, warum sind die denn überhaupt hier? Als ob die jetzt vergessen hätten, dass sie doch einen Traum erfüllen wollen. Ja, da kann man wohl nicht mehr viel dran machen. Sind ja einfach nur Kinder, oder? Ja, vor allen Dingen. Je jünger so ein Kind ist, was hat das denn vielleicht für Träume? Will das zum Mond fliegen? Will das ein hausgroßes Gummibärchen basteln? Oder was auch immer. Gibt so viele Sachen, die halt dann auch nicht erreichbar sind. Das ist immer die Frage. Sind dann jetzt die Träume, die Leute hier haben, erreichbar? Es ist auch nichts Falsches daran, dass sie voller Neugier stecken. Na, das hätte ich selbst auch nicht besser sagen können. Ramisel, was ist mit diesen Kindern passiert? Ich habe sie zurück zu ihren, nennen wir es mal, Erziehungsberechtigten geführt. Also hier in dieser Welt, also die Leute, die auf sie genau aufpassen. Und da kannst du mir schon mal glauben, die, naja, weiß ich jetzt nicht. Entweder bekommen sie einen Satz warme Ohren oder sie bekommen ordentlich die Leviten gelesen. Ich weiß nicht, wie die Kultur hier so in der Stadt ist. Na, Prafta no yutori. Es ist, wie Plachter schon sagte, man muss sein Bestes geben, wenn man seine Träume verwirklichen will. Dennoch spielen Spiele eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines Kindes. Naja, ob Atelier jetzt unbedingt dazu gehört. Achso, ich meine, draußen spielen jetzt so richtig in der Sonne und so. Boah, was sind das denn für altmodische Sitten? Naja, also rumlaufen und spielen ist auch wichtig, damit sie ihre Träume verwirklichen können. Ja, vielleicht ist so ein Traum ja auch mal Olympiasieger zu werden oder sowas. Da können sie natürlich dann hier ein bisschen üben.
ことによる成長ですか。子供というのは奥深いですね。Lernen, indem sie spielen. Kinder sind komplizierter, als ich dachte. Sag mal, Plachter, du bist doch ein normaler Mensch. Hast du in deiner Welt auch mal andere Kinder erlebt? Oder wie war deine Kindheit so? Naja, so wie ich das sehe, Plachter, bist du selbst noch ein Kind. Hast du mich gerade Kind genannt? Das nimmst du sofort zurück. Ach komm schon, so beleidigend ist das doch gar nicht. Außerdem haben wir noch viel zu tun. Ganz genau, da hat sie recht. Also machen wir weiter, bevor wir hier noch weiter Zeit verschwenden. Nicht, dass wir noch zu einer Kati werden oder so. Okay, hier ist noch was los. Alette will noch was. Du weißt nicht zufällig ein paar Wege, wie man schnelles Geld machen kann, oder? Geld ist dir wohl sehr wichtig, was? Ja, worauf du einen lassen kannst. Das ist doch das, was mich hierher gebracht, weißt du? Mein Traum, reich zu werden. Sag mal, bist du irgendwie mit Charlotte verwandt? Aus Atelier Shelley? Also geistig? Das ist dein Traum? Naja, zumindest bist du ehrlich. Aber warum bist du denn zur Erdenwiege gekommen, um das Realität werden zu lassen? Hättest du das nicht zu Hause auch machen können? Also sie hatte ja... eine Wahl hatte sie schon, aber sie wurde ja dann von Elvira angesprochen. Elvira hat ja gesagt, hier, komm in meine Welt, da kannst du deinen Traum verwirklichen. Und so wie ich Alette dann einschätze, sage ich, oh geil, hier auf der Erde habe ich es, also auf der normalen Welt habe ich es ja nicht geschafft bisher, und dann mache ich das doch mal in Erdenwiege, da wird das ja total easy sein. So stelle ich mir Alette halt vor. Naja, so ganz falsch liegst du da nicht, aber in meinem Fall, also was ich wirklich brauchte, war halt Zeit. Wie meinst du das? Ach, so ist das. Naja, unser Geschäft zu Hause ist zugrunde gegangen und dann haben sich die Schuldenberge aufgetürmt. Ja, okay. Das heißt, sie will nicht einfach, ihr Ziel ist es gar nicht, reich zu werden, sondern ihr Ziel ist es, schuldenfrei zu werden. Das ist ein riesiger Unterschied, finde ich. Das kann man natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man dann ja auch möglichst bald irgendwie sehen muss, wie kriegt man die Schulden weg. Uns bleibt nur noch ein Monat, um die Zinsen zu bezahlen, zumindest diese, ansonsten nehmen die uns den Laden weg. Tut mir leid, das zu hören. Es ist viel Geld. ich habe das mal durchgerechnet und es sind so ungefähr 10 Millionen Kohl. Bitte was? Naja, 10 Millionen halt. Es ist ein großes Geschäft und es ist seit Generationen in Familienbesitz.
Da braucht es viel, um es am Laufen zu halten. Naja, aber hat das Geschäft denn überhaupt noch eine Chance, weiter zu existieren, wenn die Schulden jetzt schon so hoch sind? Was ist denn, wie sind denn die Aussichten, dass es zukünftig keine Schulden, keine weiteren Schulden mehr gibt? Und du redest jetzt auch gerade davon, die Zinsen zu zahlen, oder? Aber was machst du denn da? Alett, so viel Geld kriegst du doch niemals zusammen. Ach, der Kredit ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe bereits genug verdient, um das abzubezahlen. Will? Natürlich nicht in Kohl. Aber ich habe ein paar tolle Gegenstände zusammengesammelt. Ja, aber was bitte kann denn so viel wert sein? Darum geht es doch dabei als Kauffrau. Man muss überall rumsuchen nach den besten Gegenständen, die man nur finden kann. Und diese Welt besteht doch aus Träumen oder ist auch aus Träumen hergestellt. Und deshalb finden sich hier doch wirklich klasse Raritäten. Das stimmt natürlich, weil hier nicht nur in Wirklichkeit existierende Sachen sind, sondern eben auch Dinge, die sich Menschen einfach nur erträumt haben. Ach so, oder so. In der Regel von Menschen, die aus der Vergangenheit kommen und die versuchen, das zu verkaufen, was sie mitgebracht haben. Oh, das ist natürlich für Archäologen super interessant. Hier ist jemand aus der Vergangenheit, hat zufällig Sachen dabei aus seiner Heimat, verkauft die dann an jemanden aus der Zukunft und der hatte natürlich ein super antikes Stück, was so auf der Welt gar nicht mehr zu finden wäre, weil es schon längst kaputt gegangen wäre durch die Erosion und so weiter. Wenn ich also viele von diesen Antiquitäten in die Hände kriege, dann werden die bei mir zu Hause ein Vermögen wert sein. Ja, ich verstehe. Das ist also der Grund, warum du so fokussiert bist, dabei Geld zu verdienen. Ja, und das ist auch ein schönes Zeichen, wie eben unsere Wahrnehmung unterschiedlich sein kann. Das erlebe ich ja auch oft in der wahren Welt. Man hat einen Eindruck von einem Menschen oder irgendjemand macht irgendwas und es kommt einem im ersten Augenblick erstmal idiotisch vor. Wie jetzt zum Beispiel hier Alette, die halt überall raffgierig nach Schätzen sucht. Da fragt man sich, muss das sein? Und jetzt, wo man ihre Geschichte kennt dahinter, denkt man, ja, okay, jetzt hat man Verständnis dafür. Naja, ich bin die Tochter von Kaufleuten. Wie kann man da nicht interessiert daran sein, einen Profit zu machen? Ja, aber jetzt nur den Kredit zurückzuzahlen, reicht ja nicht, um das Geschäft zu retten. Ganz genau, sonst würden sich ja jederzeit wieder Schulden auftürmen. Man muss ja irgendwas ändern an dem Geschäft, dass es wieder profitabel ist. Und deshalb möchte ich hier weiter Kohl verdienen, damit ich als Multimillionärin nach Hause zurückkehren kann. Ja, und dann willst du das Geschäft so lassen und immer weiter da Geld reinpulvern, also das Geschäft weiterführen, weil es ja das Familienerbe ist, und so lange Verluste machen, bis diese Megamillionen, also die Multimillionen, dann alle wieder weg sind. Naja.
Allein schon so viel Kohl zusammenzusammeln ist ja schon beeindruckend genug. Aber du machst immer noch weiter. Du bist wirklich fantastisch, Alette. Diese Hingabe ist sehr inspirierend. Ja, es ist niemals zu spät, mit dem Sparen anzufangen, Sophie. Ja, wenn Pirka nicht wäre, die mir das Geld aus der Tasche zieht, dann hätte ich auch schon mehr gespart. Nur ein kurzer Blick. Ich will jetzt nicht wieder alle Händler abgehen, aber nur mal hier sehen, ob hier was geändert hat. Und wenn hier sich nichts geändert hat, wird sich bei den anderen wohl auch nichts geändert haben. So. Dann wollen wir mal gucken, wer sonst noch mit uns reden will. Mal Diebold. Ja, 本当に助かったよ. Arigato, arigato. Ich weiß nicht, was ich ohne dich angestellt hätte. Also, dank dir, und das meine ich wirklich. Ja, ich bin einfach froh, dass ich dir zu Diensten sein konnte, namenloser Auftraggeber. Ist das Diebold? Hm, kennt ihr beiden euch? Ja, das ist so. Das ist Sophie, eine Alchemistin. Na, machst du wieder deine Bodyguard-Sachen? Ja, genau, wir sind gerade erst zurückgekommen. Und bist du sicher, dass du keinen Bonus haben möchtest? Ich meine, ich fühle mich schon ganz schlecht, weil du diese Monster alle alleine bekämpfen musstest. Da musst du dir keine Sorgen machen. Diese Monster waren einfach nur, ja, Leichtgewichte. Ganz so, wie man es von einem Ritter erwarten kann. Ich werde mich wieder bei dir melden, wenn ich das nächste Mal einen Leibwächter brauche, Diebold. Das Kapitel meines Lebens ist abgeschlossen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss gehen. Diebold, warte mal, warst du wirklich mal ein Ritter? Ja, aber das ist alles Vergangenheit. Darüber gibt es auch nichts zu erzählen. Ich verstehe. Bestimmt ist er deshalb so stark. Na gut, dann können wir jetzt mal den Gegenstand herstellen, den wir brauchen, um bei Elvira endlich mal die Tür einzutreten. Damit das nicht nur eine leere Drohung war von uns. Dimensional Solvent, kann Plachter das auch? Nö. Im Zweifel lasse ich halt lieber Plachter machen, damit die Level mächtig aufholen kann. Damit sie später auch mal Sophie richtig gut ausbilden kann. Ne? In Atelier Sophie 1. So. Wir brauchen eine verdächtig aussehende Flüssigkeit. Wir brauchen
Ja. Ja, mal als wichtigstes Eis. Wenn da ein bisschen Licht bei wäre, wäre ich nicht böse drum. Ist aber nicht. Dann nehmen wir halt ein bisschen Feuer mit. Da haben wir auch nicht so viel. Obwohl, Feuer kriege ich unten gar nicht hin. Aber werden wir sehen. So. Dann Pendel grün. Ich habe echt nur 4 gesammelt. Also grün brauche ich ja eigentlich gar nicht. Licht würde ich zumindest in den oberen Balken würde ich schon gerne voll kriegen. Dafür brauche ich aber 5 Sternverbindungen. Tja. Da haben wir noch ganz viel Feuer, was mir nichts bringt. Da haben wir noch relativ viel Licht, was mir eigentlich auch nichts bringt. Mal den kommen. Tja. Also Eis kann ich schon vergessen, den zweiten Balken. Den zweiten und vierten Balken werden wir nicht schaffen. Aber die anderen schon, wenn ich jetzt hier... Oh, diesen Trank hier nehme. So. Dann schauen wir mal. Achso, warte mal, das Ding. Können wir das so setzen? Na. Warte mal, ich habe auch wenig Eis, deshalb muss ich hier mal gucken, dass ich das erstmal zusammensetze. Achso, es wird gar nicht gehen. Ach, das ist ja blöd. Oh. Ich hätte zumindest den zweiten Balken gerne gehabt. Den dritten Balken gerne gehabt. Das geht so gar nicht. Warte mal. Also bei den Flüssigkeiten lässt sich, denke ich, nichts regeln. Doch! So. So wird das was. Also einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, das ist jetzt auch Poison, ja, von mir aus. Ja. So, jetzt müssen wir mit dem Licht hier klarkommen. Würde sich das da anbieten? Ja. Okay, Licht Max Level. Okay, dann versuche ich jetzt einfach mal nochmal den Laden hier voll zu machen. Und achso, genau, Synthese. Machen wir die Qualität höher, machen wir Silky. Und das HP Charge, ja. Ramisel, es ist fertig. Fantastisch. Wird also das den Weg zu Ellies Zuhause öffnen? Was fragst du mich das?
Ja, das ist der Gedanke dahinter. Es wird die verborgene Tür öffnen und die sollte uns dann ja zu Elvira führen. Naja, zumindest theoretisch. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, ohne es getestet zu haben. Naja, dann sollten wir das mal ausprobieren, und zwar so schnell wie möglich. Tja. Muss ich sonst noch was tun? Ich könnte noch mal nach dem Garten gucken. Ja. Also, der Garten ist wirklich toll, wenn man Gartenarbeit mag. Also, wegen der Ernte sollte man das nicht machen. Okay. Gibt es sonst noch Leute? Genau, es wollen keine Leute mit mir reden, aber hier müssen wir hin. Ich will nur mal gucken, weil ich hier schon lange nicht mehr wegen Sammeln war, ob sich hier jetzt neue Möglichkeiten ergeben. Aber, warte mal, die Biene habe ich, wenn dann ganz selten nur. Na, auch keine gefunden. Okay. Oh! Tut mir leid. Hab was vergessen. Gerade noch mal dran gedacht. Vorher natürlich duplizieren. Schon mal in der Stadt sind, will ich auch noch mal eben nach Aufträgen gucken, weil ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben noch 5300 Kohl. Es geht mittlerweile doch ganz schön ins Geld. So, Horned Rabbit, nein. Adler, nein. Deathcloud, nein. Torn habe ich zufällig dabei. Quality. Pfirsiche. Irgendwelche Sedimentproben. Ja, nichts Interessantes. Also wir können auch hier im Level irgendwie noch nicht aufsteigen, obwohl unser Ruf schon toll ist. Und ich denke, diese drei Quests sind immer Sachen, die immer wieder neu kommen, um ein bisschen Geld zu verdienen und so weiter. Habe jetzt keine Lust zu. Ich bin ja nicht Alett.
れ？これってあの遺跡に行くときに通った裂け目と同じだよね。Hey, das sieht ja genau aus, wie das Gateway zu den Ruinen. プラフタの言った通りだったね。Scheint so, als hättest du ins Schwarze getroffen, Plachter. Ja, das gehört alles zum Tagewerk einer professionellen Alchemistin. Ja, das hast du großartig gemacht und hast dir damit ein goldenes Sternchen verdient. Naja, ich... Das klingt mir alles zu bemutternd. Ja, und was jetzt? Wird uns dieses Tor zu Elvira bringen? Ja, genau. Es sollte genauso funktionieren wie das, was ich bereits kenne. Aber behaltet im Hinterkopf, dass wir immer noch nicht entdeckt haben, warum das überhaupt, also warum das alte Tor verschwunden ist oder abgeschlossen wurde. Bevor wir da jetzt reingehen, sollten wir auch sicherstellen, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir dort finden mögen. Ja, vielleicht so ein Bossmonster. Aber meine Taschen sind leer, insofern habe ich kein Problem, das jetzt auszuprobieren. Die Aufnahme ist auch erst gerade eine halbe Stunde alt, also haben wir noch ein bisschen Zeit zu kämpfen. Verstanden. Diese Tür führt zu Elviras Heiligtum. Und sie ist exakt an dem gleichen Ort, wo das Vortex, also der Strudel, uns ausgespuckt hat. Wenn dieser Strudel also was mit Elvira zu tun hat, dann könnte Plachter in ernster Gefahr sein. Nun gut. Ich könnte für so für... Haben wir das eigentlich gemacht, den Stab? Habe ich gar nicht gemacht, ne? Und Zepter. Warte mal, das wollte ich nochmal eben machen. Mal eben, sagt er. Ich war irgendwie vom Thema abgekommen beim letzten Mal. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Oder? Nein. Ich guck noch mal eben. Welches Equipment sage? Ramisel? Moonscepter? Ne, Force Herbert haben wir nicht. Und aber wollte ich das machen? Ich weiß es genau. Oder war die Zeit schon um? Na ja, gut. Nehmen wir unser teures Silvalia. Warte mal, ich weiß mal. Hier nochmal Silvalia rein. Attack und Speed, ja, das andere. Hier auch alle Elemente dabei. Ist schon sehr vielseitig. Ja, wir brauchen alles mit Feuer. Aschimp Coal. Also. Ja. Was auch immer sein mag. Komm, für Elviras Stab ist mir, für Ramisels Stab ist mir da nicht zu teuer. Da haben wir ein Viererfeuer. Dreier. K
keine Trades, das ist halt ein bisschen doof. Quality Plus interessiert mich jetzt auch nicht so. Nehmen wir den also. Achso, ich kann zwei davon einsetzen. Dann brauche ich den ja noch nicht mal. Warte mal, dann gehe ich doch nochmal eben hier. Nehme ich da doch was Einfacheres. Reicht das dann noch? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich 10 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann bräuchte ich dreimal Feuer. Hier, da habe ich ja nur einmal Feuer. Der wird keinesfalls reichen. Also muss ich so einen nehmen. So, und jetzt brauche ich 7 minus 1 sind 6 Punkte. Ja, also einmal den. Ja, und dann muss ich den nehmen. Wenn ich den roten Balken ganz füllen will. Ob mir das überhaupt gelingt, ist noch steht auf einem anderen Blatt. Also. Ich weiß noch nicht, ob wir das da überhaupt ganz hinkriegen. Das ist alles viel zu eng hier. Dann habe ich für Eis überhaupt keinen Platz mehr. Ich muss das mal eben ändern. So. Dann habe ich da oben ein bisschen mehr Platz, aber wenn ich das jetzt so mache. Hitpoints. Nee, Eis muss ich weglassen. Die 10 Hitpoints, denke ich mir, 3% Accuracy und so sind ja vielleicht ganz gut. Erstmal Feuer. Falsch rum. Der nämlich da oben noch hin. Und du kannst da hin. So. Dann verzichte ich halt auf plus 10 Hitpoints. Und ich verzichte auch auf Accuracy statt 3% 5%. Aber dafür haben wir Stärke XL. Achso, und da unten ist noch ein Platz frei. Ja, das ist halt schlecht. Den kriege ich jetzt nicht mehr gefüllt, leider. Naja. Skill Power plus 10%. Leider nur einen Trade. Das ist ein bisschen schade. Aber dafür Attack 78. Das wird Ramisel einen ordentlichen Boost geben. Ja. Hitpoints 12 dazu, dafür 4 MP weniger. Angriff aber fast 70 dazu. Und Speed 26 dazu. Das ist schon okay. So, gab es eigentlich noch eine bessere Rüstung für sie? Ja, auf jeden Fall. Traveler's Vest.
bringt jetzt nicht enorm was, aber ein bisschen was. Gibt es noch was Besseres als die Traveler's Vest? Ja, auf jeden Fall. Diese Ringmail. Gibt es noch was Besseres als diese Ringmail? Da verlieren wir 14 Hitpoints und 4 MP, macht zusammen 18. Kriegen dafür aber 18 andere Attributspunkte. Behalten wir die Hitpoints. Da verlieren wir. Also, das ist ja sowieso ausgerüstet, kann ich jetzt nicht nehmen. Genau, dann hast du gar kein Accessoire. Und auch kein Talisman. Ja, das müssen wir dann bei anderer Gelegenheit machen. Ich will jetzt nicht die ganze Folge craften. Wir schauen erstmal, wie es läuft. Also, so wie die Ankündigung war, muss man ja mit einem Kampf rechnen. Ja, hübsch hast du es hier. Ein bisschen atemberaubend. Im positiven wie im negativen Sinne. Herr Jemine, dass dieser Ort die ganze Zeit verborgen war. Sophie, da drüben. Das ist Elvira, oder? Das ist Plachta. Nein, das kann doch nicht sein. Ellie! Plachta! Rami, was machst du denn hier? Warte mal, und wer sind all die anderen? Was macht ihr denn hier? Diese Stimme, die habe ich doch schon mal gehört. Kurz bevor ich in der Erdenwiege ankam. Ja, ich auch. Das heißt, das muss Elvira sein. Seid still, geht weg. Ihr sollt hier nicht sein. Also hier bist du die ganze Zeit gewesen, Plachta. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Na, ich weiß nicht, ob Plachta hier so in Sicherheit ist. Wer weiß, was Elvira da für komische Experimente mit ihr macht. Oder ist es nur die Puppe? Oh. Vielleicht ist Elvira ja ein Missgeschick passiert. Dass durch diese ganze Aktion die Puppe jetzt hier ist. Das, genau, wir haben ja Plachtas Stimme irgendwo mal gehört. Dass jetzt quasi Körper und Seele voneinander getrennt sind. Kann das sein? Plachta, du sagst ja gar nichts. Anscheinend kann sie dich nicht hören. Ja, ich habe da ein echt schlechtes Gefühl bei. Ellie, ich möchte dir viele Fragen stellen, aber die können erstmal warten. Jetzt musst du erstmal Plachta gehen lassen. Und ihr und Sophie erlauben, zurück nach Hause zu gehen. Nein, das kann ich nicht machen. Das wäre wirklich übel. Plachta bleibt hier, okay? Also geht einfach fort, und zwar sofort.
Nein, ich lasse keinen Familienangehörigen zurück. Ellie, was auch immer du für ein Spielchen spielst, es ist nicht mehr lustig. Plachta gehört zu Sophie. Nein, ihr versteht das doch überhaupt nicht. Diplomatie scheint uns hier nirgends hinzuführen. Na, das ist auch okay. Wenn sie Plachta nicht freiwillig rausrückt, dann werde ich sie mir eben holen. Sophie, hör auf! Nein, bleib weg, bleib weg! Ja, Elvira will uns nichts Böses, sie will nur ihren Fehler nicht zugeben. Sie hat wahrscheinlich noch Hoffnung, es selbst irgendwie reparieren zu können. Nein, ich habe nicht... Geht es dir gut? Kannst du aufstehen? Ja, es geht mir gut. Ellie, was meinst du... Was machst du da? Transformation. Ihr seid doch diejenigen, die nicht hören wollt. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt weggehen. Kommt nicht näher, ihr müsst jetzt sofort gehen. Okay. Das war mal ein Problem. Ist gleich erstmal dran. Schütze uns erstmal ein bisschen. Monster herbeirufen, okay. Direkt zwei auf einmal. Ich frage mich, ob sie das öfter machen kann. Wahrscheinlich schon. Machen wir Twin Action mit. Frozen Cannon wäre sie verwundbar und Lightning Bomb auch. Mini Missile. Ja, erstmal hier Aura brechen. Blockt, okay. Alles klar, ihre Monster beschützen sie. Eisbombe. Okay, die Death Cloud ist da anfällig. Ist die Frage, hat auch Elvira einen blauen Balken, den sie nutzen muss, damit ihre Monster sie beschützen können? Oder ist das einfach der Strich, der da zwischen den Monstern und ihr ist, dass sie immer beschützt wird? Ist egal, ich mache erstmal die Schutzmonster hier weg. Hey, ich habe doch eigentlich das andere Ziel gewählt, oder ging das nicht, oder habe ich was Falsches gedrückt? Er ist benommen.
So, Blitzbombe. Er ist verwundbar. Beide verwundbar. Es lohnt sich fast nicht, ne? Aber lieber auf Nummer sicher gehen, dann ist er auf jeden Fall platt. Ja. Ja, Diebold hält eine Menge aus, aber. Ja, komm, Diebold muss es selber aushalten. Naja. So, und jetzt plant sie einen dicken Spezialangriff. Wir sollen aufpassen. Ja, nur wie? Ah. Du hättest... Warte mal, Olias ist gleich nochmal dran. Der kann dann heilen. Also, der müsste dich heilen. Das heißt, du müsstest jetzt erstmal Skills einsetzen. Tja. Soll wieder Diebold angegriffen werden? Ja, dann mach es halt. Das war harmlos. Jetzt müssen wir Olias beschützen. Ja, platt. Und zwar mit einem Angriff. Also wir hatten ja volles Leben. Also Elvira macht zwei Angriffe hintereinander, aber quasi in einer ihrer Aktionen hat sie uns platt gekloppt. Hat sie Alette platt gekloppt. Und da habe ich in diesem Kampf dann keine Sonne. Entweder brauchen wir einen Gegenstand, mit dem wir wiederbeleben können, oder wir müssen uns so stark aufrüsten, dass wir einen Angriff von Elvira überleben. Naja. Dann versuchen wir nochmal mit Sophie. Ach, das Ding ist auch noch immer da. Na, da kümmert sich gleich Plachter drum. Ach, Block, ja, ich vergesse es immer. Ja, jetzt ist das Vieh endlich weg. Da bin ich mal gespannt, ob sich gleich direkt neue Viecher beschwört. Ich würde sie zutrauen. Also, wenn ich sie wäre, würde ich es ja auch machen. So, was haben wir hier? Einmal Luft. Einmal Craft. Ne, mach normal Damage, okay. Das brachte überhaupt nichts.
Ja, komm, Ola, es geht nicht, weil er schläft. Okay. Kürzen wir das Ganze eben ein bisschen ab. Ich mache jetzt nur noch mal immer Attack. Fliehen kann ich ja nicht. Siegen kann ich sie nicht. Dann geht es so halt schneller. Das heißt, es folgen jetzt einige Folgen, wo ich mich erstmal auf den Kampf vorbereiten muss. Müssen wir mal gucken, was wir alles so craften können und so. Ist ja schon noch einiges. Also wir gucken erstmal, können wir noch bessere Rezepte erlangen, durch die wir bessere Items erzeugen können. Ansonsten müssen wir die Items, die wir jetzt haben, die Rüstung und Waffen und sowas, halt besser machen. Und auch ein paar Kampf-Abilities mal lernen. Ah ja, die Rechnung gibt es trotzdem. 1100 für einen verlorenen Kampf. Ja, sonst keine Story. Okay. Gehen wir erstmal hier zu Kart hier, um mal zu gucken, sind da noch irgendwelche Quests. Das nehme ich mal an, das können wir kopieren, den Tee. Und das nehme ich auch mal an, wir brauchen ein bisschen Geld. Ich muss ja auch noch Materialien sammeln und so weiter. So, hier eben den Tee kopieren. Kostet 333 und wir kriegen 385 oder sowas raus, aber okay. Geht halt so schneller, als wenn ich jetzt nochmal eben Tee aufgesetzt hätte. Warte mal. Achso, genau, das ist nur die Quest erledigt werden kann. Nein, nicht accept. Report. Also das haben wir auch schon. Ah gut, das habe ich noch nicht abgegeben. Genau. Den Admiral Puni. Haben besiegt. Das ist der Tee. Oh ja, die Rest Bubbles.
Die haben wir noch nicht, weil ich es noch nicht weiß, wie man es machen kann. Reitschuhe haben wir. Ne, sie hat keine. Okay, wunderbar. Das heißt, jetzt widmen wir uns mal nochmal den Rezeptideen. Gumstone. Das wäre halt schon mal gut, den Gumstone jetzt doch nochmal zu finden. Kimberlite finde ich nicht. Oder weiß nicht, wo das ist. Stepping Water habe ich. Oh, Numbing Venom können wir herstellen. Warding Incense haben wir ja schon mal hergestellt, meine ich eigentlich, oder? Obtain Avus Weg. Und da wäre Nektar of Life. Das wäre schon gut, das zu haben. Avus Weg. Greifenfeder. Flammable Sand. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal irgendwo hatten. Wahrscheinlich nicht. Mal eben hier nachgucken. Müsste ja wohl beim Sand irgendwo sein. Nö. Hier ist roter Sand, schwarzer Sand, aber kein Flammable. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieser blöde Gumstone war. Greifenfeder haben wir schon mal gefunden. Gesammelt. Flowerbank Ruins Dusk Forest. Aber echt? Boah. Das sind Monsterfedern. Ich wüsste nicht, dass es da wäre. Ne, wir haben wahrscheinlich irgendwo mal Greifenfedern gefunden, deshalb wissen wir, was das ist, aber wir haben sie nicht an diesen Orten hier gefunden. Denke, wir brauchen da vielleicht anderes Wetter. Weder Regen noch Sonne. Was machen wir? In dieser Folge nicht mehr viel. Noch mal eben sehen, dass ich die Monster da bekämpfe. Und dann werde ich einfach noch mal ohne euch sammeln gehen. Da werde ich auch nicht gezielt nach bestimmten Sachen suchen, sondern ich werde jedes Gebiet noch mal durchgehen. Also nicht jedes Gebiet, aber einige Gebiete noch mal durchgehen. In der Hoffnung, dann auch
diese ein, zwei fehlenden Sachen dabei zu entdecken. Guck mal. So, ich will jetzt auch ein bisschen sparen, was Sachen angeht. Ist die Frage, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Bombe ist nicht so teuer, ne? Okay, zwei von den Viechern habe ich. Da werden wir einen Hammer brauchen, ne? Ah, ne. オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。これでバッチリだよ。ソフィー、背中は任せて。
So, mit ihrem neuen Stab haut Ramisel auf jeden Fall sehr gut rein. Was ich auf jeden Fall auch machen sollte, wäre... Ne, Moment, das ist hier. Ja, da muss ich nochmal hin, okay, aber... diese Sachen. Dafür bekommen wir nochmal 8 Ability Points, wenn wir nochmal zweimal Super Erfolg haben. Das machen wir sowieso nebenbei. Dann müssen wir bei Alette für 4000 einkaufen, dann kriegt sie 8 Ability Points. Also diese Ability Points, die werde ich dann auch für Kampffähigkeiten einsetzen jetzt. Bullet Spray muss ich nutzen. Fledermäuse besiegen. Charge Thrust. Oh. Alett für 4000 einkaufen, was wollen wir denn da alles kaufen? Immer eine Quest abgeben. Für 4000! Bitte! Das geht so nicht. Das kann ich nicht jetzt machen. Ich kann jetzt nicht 100 Items kaufen, die ich nicht brauche. Achso, genau. Ja, bei Pirka muss ich gleich nochmal eben gucken. Ja, aber hier tut sich einfach nichts. Naja, okay. Also, ich werde nach dieser Folge ein bisschen sammeln gehen und ein bisschen kämpfen, dass wir diese Fähigkeiten kriegen, also die Ability Points von unseren Begleitern. Das hilft dann schon mal. Und dann werden wir nächste Folge sehen, dass wir ein bisschen was craften können. Ich zum Beispiel bei der Ausrüstung mal gucke. Ist hier gar nicht mal so viel Neues dazugekommen. Ja, doch der Siegercharm. Der könnte was bringen. Und Plachter könnte beisteuern. Ein Lustrous Talisman. Und Storm Bracelets. Achso, genau.
Jetzt wissen wir gar nicht, was für Angriff hat Elvira gemacht. Ich glaube doch eher Wind, ne? Vielleicht ist Storm Bracelet denn gar nicht so schlecht. Ja. Wenn man sich das Equipment anguckt. Ja. Wenn ich jetzt mal gucke. Also viel Verbesserungspotenzial ist da nicht ein bisschen, aber... Also bei der Rüstung. Also hier haben wir noch eine Sache, hier haben wir noch zwei Sachen. Hier haben wir noch eine Sache. Ja. Also es wird schon helfen. Gucken wir mal. Also, dann sehen wir uns demnächst. Bis dann, macht's gut. Tschüss.